Mahlzeit miteinander. Ich war heute mal wieder im Supermarkt meines Vertrauens, fast wie alle beim Norma. Dem Laden bleibe ich einfach treu. Und da habe ich im Regal was gesehen, und zwar ein Bier, das ich vorher noch nicht getrunken habe. Und zwar das Allgäuer Büblebier. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das für Kinder ist. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, nein. Da ist, ich nehme es jetzt mal in den Mund, ein bayerisches Kind drauf. Ja, obwohl es aus dem Allgäu kommt, zählen wir mal dazu. Mit einem Sporkrug, gehen wir darauf aus, das ist ein Liter. Und da ist ein Bier drin. Deswegen wahrscheinlich ein Allgäuer Büblebier. Wir haben hier ein Bier, traditionell gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot. Wunderbar, so muss das sein. Und Originalabfüllung im Allgäuer Brauhaus in Kempten. Also, das kommt aus Kempten, ist im Allgäu, passt zusammen. Genau. Die Marken gibt es seit 1394, relativ alt, so gefällt mir das. Und wir haben hier ein Bier mit einem Alkoholgehalt von 5,5%. Ist schon einiges, ja, bin einmal gespannt auf den Geschmack. Hinten steht drauf, ein helles Bier ist das. Die tiefgoldene Allgäuer Bierspezialität. Okay. Ein herzhaft würziges, kräftiges Traditionsbier. So gut wie damals. Gut. Da bleibt mir eigentlich jetzt nichts anderes übrig, zu sagen, wir Prost. So, gescheitert hat's. Nehmen wir mal einen Schluck aus der Bügelflasche. Bügelflaschen mag ich eigentlich auch recht gern. Okay, gut. Gefällt mir der Geschmack. Schauen wir uns mal die Farbe an. Kann man gleich sehen, also ist auf jeden Fall ein Unterschied zu erkennen zu einem klassischen hellen. Tiefgold, da die jetzt nicht sagen, ich da eher sagen, geht ins Bronzefarbene, oder? Bronze, ja, hellbraun, so ungefähr hätte ich es jetzt mal eingeordnet. Schaum ist super da, gefällt mir richtig gut, schön fluffig und ganz, ganz kleine Blaserl, der bleibt auch fest, der bleibt da, der fällt nicht zusammen. So muss das ausschauen. Nehmen wir nochmal einen Schluck aus dem Willibecher. Oh ja. Süffig ist, gut ist, würzig ist, so muss ein Bier schmecken. Das gefällt mir. Erinnert mich so ein bisschen, hat Noten von einem Kellerbier drin. Und das Gute ist, dieser süffige, herbe Geschmack. In Kombination mit den Bitternoten wunderbar. Also der bittere Geschmack, der bleibt im Mund, ist aber nicht penetrant, ist nicht schlimm, finde ich gut. Und ja, das Würzige macht es einfach aus. Ist rundum eigentlich eine gute Sache, gelungen auf jeden Fall. Muss was Besonderes bleiben, finde ich, ist jetzt nicht meins für den alltäglichen Bedarf, finde ich aber gut. Haben wir gesehen, dass die Allgäuer auch was Gutes kennen. Wenn ich es nochmal sehe, werde ich es mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Bleibt aber trotzdem was Besonderes. Vor allem jetzt da mit der Bügelflasche. Gell? Mir bleibt auf jeden Fall nichts anderes sagen als Prost. Ich lasse mir den Rest jetzt schmecken. Bis zum nächsten Mal.